Lufthansa Technik setzt auf Frauen und bietet ihnen viel Raum für die aktive Gestaltung der beruflichen und auch privaten Entwicklung. Erwartungen und Bedürfnisse müssen aus beruflicher, familiärer und individueller Sicht zusammengebracht werden. Meiner Frau und mir war von vornherein klar, dass wir beide wieder arbeiten gehen wollen. Das heißt, wir müssen uns eng abstimmen. Ich bringe unsere Tochter früh zur Kita und meine Frau holt sie nachmittags im Regelfall ab. Ich habe mich entschieden, in Teilzeit zu arbeiten, dennoch eine Führungsposition auszufüllen und habe die Möglichkeiten, meine Arbeitszeiten sehr flexibel zu legen, sodass es mittlerweile ein sehr gut funktionierendes System ist. Einen Führungsjob in Teilzeit auszuüben, ist ein Stück Chancengleichheit in der modernen Arbeitswelt. Das erfordert unheimlich viel Selbstdisziplin und natürlich auch Organisation ihres Tagesablaufs. Ich finde, das macht sie wirklich bewundernswert und gleichzeitig schafft sie es aber auch noch, ein Auge auf ihre Mitarbeiter zu haben und zum Beispiel eben in Veränderungsprozessen auch noch darauf zu achten, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Ein international agierendes Unternehmen, welches immer die Industrieführerschaft weltweit im Auge hat, würde fahrlässig handeln, wenn es sich leisten würde, auf 50% an Qualifikation, an Kompetenz, die die Gesellschaft anbietet, zu verzichten oder sie nur rudimentär für sich zu erschließen. Frauen haben bei Lufthansa Technik besonders viele Möglichkeiten. Flexible Arbeitszeitmodelle, Sabbaticals, Angebote für Kinderbetreuung und Entwicklungsperspektiven vom ersten Arbeitstag an. Es gibt Führungskompetenzen, die man eher als männlich oder auch als weiblich beschreibt. Die weiblichen Kompetenzen sind das Integrative, das Kommunikative und auch die Gruppe in den Vordergrund stellen und das Ergebnis der Gruppe. Bereits mit Anfang 30 übernahm Miriam Fonsius erste Führungsaufgaben bei Lufthansa Technik und hat ihre Karriere geplant. Ich hatte die Gelegenheit und die Chance, direkt im Anschluss an das Trainee-Programm eine Teamleitung zu übernehmen im Einkauf. Ich habe dann eine Gruppenleitung übernommen und heute bin ich verantwortlich für eine Gruppe im Asset Management, die sich mit Produktionsoptimierung, Produktionsgestaltung beschäftigt. Mit persönlicher Erfahrung und professioneller Unterstützung begleitet Andreas Thielmann Miriam Fonsius als ihr Mentor auf dem Weg nach oben. Es gab ein sehr klares Ziel, was sie hatte. Sie hat gesagt, ich möchte auf dem Entwicklungspfad der LAT weiterkommen. Sie hatte auch da klare Analyse von ihren Stärken und dem, wo sie sich noch entwickeln möchte. Das Mentoring-Programm ist speziell für Frauen ausgelegt und ich finde das auch sehr gut, denn ich weiß, der Mentor hat sich schon mal mit der Fragestellung auseinandergesetzt und ich kann mit ihm auch offen über genau diese Fragestellung Frauen in Führungspositionen auch diskutieren. Zunächst mal gilt es ja, mehr Frauen einzustellen, ganz simpel gesagt, also mehr Frauen ins Unternehmen bringen und dann aber den Frauen, die im Unternehmen sind, auch entsprechende Perspektiven anzubieten. Ich habe Ängste und Sorgen eigentlich nicht so erlebt. Sondern ich bin dem gefolgt, wo ich gesagt habe, das hört sich für mich interessant an, das will ich jetzt versuchen. Und wenn es mal nicht funktioniert oder auch nicht funktioniert hat, gut, dann versucht man das Nächste. Ich bin noch relativ jung, also da glaube ich, habe ich noch viele Versuche offen, auch dahin zu kommen, wo es mir gefällt. Ich glaube durchaus, dass man vom Familienleben auch einige Erfahrung mit in den Beruf bringt. Deshalb glaube ich, dass es sehr sinnvoll ist und auch sehr gut für die Lufthansa Technik ist, dass wir immer mehr entsprechend auch Mütter bzw. Frauen, aber auch Väter mit integrieren in die Führungsrolle. Lufthansa Technik schätzt das Potenzial und die Fähigkeiten, die Frauen in das Unternehmen einbringen, wie Empathie, Kommunikation und Besonnenheit. Ich wünsche mir, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob man Frau oder Mann ist und in Teilzeit eine Führungsaufgabe wahrnimmt, sondern dass es eine Normalität darstellt, dass man Familie und Beruf verbinden kann.